Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder von mir. Ja Freunde, endlich ist es wieder soweit. Es ist wieder FC Talk wieder angesagt. Freunde, erstes Spiel, erster Sieg. Wer hat damit gerechnet, dass Modest und Schmitz, die ja in der Dauerkritik standen, endlich ins Spiel was reißen? Hätte niemand von uns davon gerechnet. Niemals. So. Und bevor ich ins Spiel reingeguckt habe, weil ich habe ein bisschen verspätet reingeguckt, habe ich mit Easy in der Startelf gerechnet. Und ja, da haben wir jetzt aber auf jeden Fall noch 33 Spiele Zeit. Und müssen schauen, ob es weiterhin so gut weitergeht mit Schmitz oder halt da rotiert wird. Entweder mal den Easy oder auch das junge Talent Sponsel mal die Chance bekommt. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal sehen. Aber dennoch, sehr geile Leistung von Benno Schmitz. Ja, Freunde, nicht wundern, ich habe mir wieder ein paar Stichpunkte gemacht, bevor ich wieder random irgendetwas plappere. Und ja, auf jeden Fall, geiles Spiel. Ehrlich gesagt, bis jetzt das beste Spiel. Geschweige denn unter dem besten Spiel von Stöger. Also ehrlich, man konnte selber aus der Glotze hören, wie die Zuschauer gerufen haben, hey, also nach jedem Pass. Und das war einfach nur Wahnsinn, Alter. Das war. Einige Minuten hat Hertha den Ball gar nicht erobern können. Und das hat mich auf jeden Fall so gewundert. Also ich denke mir, hey, seit wann kann FC so krass den Ball laufen lassen? So, das hätte man, hat man nie damit gerechnet, so wisst ihr. Und das hat mich auf jeden Fall gefreut. So einen Fußball will ich sehen. So einen Fußball will ich am Samstag sehen oder Sonntag. Keine Ahnung, wann wir jetzt gegen Bayern spielen. Auf jeden Fall, so mussten die restlichen Spiele alle sein, so. Mit so einem geilen System. Ja, Freunde. Stefan Jovetic, der das erste Tor ja geschossen hat, wird definitiv noch viel mehr Tore schießen. Da bin ich mir 100% sicher. Deshalb an die Hertha-Fans, macht euch keine Sorgen, er wird auf jeden Fall viele Scorerpunkte für euch schießen. Ich habe ihn sehr gut in Erinnerung bei Florenz, Sevilla und jetzt zuletzt bei Monaco. War jetzt nicht so das Beste jetzt die letzten paar Jahre, weil ich jetzt nicht genau die letzten Jahre von ihm beobachtet habe, außer jetzt hier Ben Yedder und Volland. Die habe ich halt intensiver beobachtet. Und Jovetic habe ich halt nie so spielen sehen in Monaco, aber davor die Jahre, wo er ja mit James und so weiter gespielt hat, da war der auf jeden Fall gefragt und er ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener und da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass der weitere Tore noch schießen wird. Also da muss Hertha sich keine Sorgen machen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, Freunde, ich bin immer noch geflasht, wirklich. Also die Entscheidung, dass Hector wieder hinten links rückt vom Baumgart, war absolut richtig, finde ich. Und hinten war für mich die Abwehr sehr stabil. Und ja, Crème de la Crème, Freunde, vom ganzen Spiel war ganz klar Florian Kainz. Diese Pässe, diese Läufe, die haben mir so krass gefallen. Natürlich auch mit Hector und so ein bisschen Modest zusammen und Uth. Uth auch, aber der Thielmann, die haben ja manchmal paar Flügelwechsel gemacht, das konnte man ja sehen, auch bei der Hereingabe zum 1-1. Aber dennoch, Florian Kainz, Man of the Match, der war ja auch bei DAZN's Startelf der Woche oder so, irgendwie sowas. Wie auch immer. Ja, auf jeden Fall das dazu. Keine Ahnung, was mit Skiri jetzt los ist, weil viele fragen sich ja, was mit Skiri ja die nächsten Tage passiert. Bleibt der Gegner? Wir wissen es leider noch nicht. Weil zuletzt wurde ja gesagt, dass der Berater auf das passende Angebot wartet. Und so wie ich den Eindruck habe, wird wahrscheinlich Skiri noch ein Jahr bleiben und dann wird er erst verkauft. Oder zum Deadline Day wird er aus Köln abhauen. Und ja, müssen wir mal schauen. Also ich fände es nice, wenn er noch bleiben wird, weil man hat gesehen, wie wichtig der ist hinten vor der Abwehr. Und ja.
Nebenbei habe ich mir noch andere Themen hier angeguckt, und zwar gestern war ja, oder vorgestern, ich bin mir jetzt nicht sicher, hat der SC Freiburg Eggestein gekauft für 5 Millionen. Der war für mich der perfekte Skiri-Ersatz, wenn er gehen sollte oder gegangen wäre. Leider hat Freiburg ihn sich jetzt geholt. Also ich hätte mit viel mehr gerechnet. Das ist 5 Millionen Euro, das ist eigentlich für bällig. Geschweige denn, ob jetzt noch Boni mit eingebaut worden sind. Weiß jetzt nicht, wie hoch dann die Ablösesumme dann hochgeht. Ich habe gedacht, Bremen hätte 10 Millionen mindestens verlangt, weil er gehört ja zu den Topverdienern, hatte Vertrag, sehr jung noch, sehr guter Spieler, war ja auch Nationalspieler eine Zeit lang. Und das wäre der perfekte Skiri-Ersatz. Also, Freunde, wenn ihr mich fragt, wenn Skiri weg wäre, ich schwöre, ich hätte ohne zu überlegen sofort das Geld überwiesen und diesen Spieler geholt. Natürlich muss man diesen Spieler auch in der oberen Etage vorschlagen, beim Präsidenten und beim Finanzchef Werle, was auch immer. Aber ich hätte ihn mir sofort geholt. Egal, ob er auch 4 Millionen oder 3,5 Millionen als erstes Gehaltsjahr bekommen würde. Ich würde ihn sofort holen. Aber er hat sich für Freiburg entschieden, und damit muss man jetzt leben und müssen jetzt schauen, wen wir dann sonst noch holen als passenden Ersatz. Ja, kommen wir zum Ende des Videos, Freunde. Und ja, aktuell bereitet ja Baumgart die Spieler gegen die Bayern vor. Aber ich habe so ein Gefühl, wenn wir die gleiche Leistung wie gegen Hertha anknüpfen, dann kann ich mir gut aus vorstellen, dass wir bis zur Halbzeit hinten alles dicht halten können. Aber wie wir wissen, da Bayern auch die sogenannte Presswurst im Game ist, wenn die das bis zum bitteren Ende durchziehen und dann auch den dreckigen Sieg mit nach Hause nehmen. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass wir leider gewinnen werden, was jeder sich ja wünscht oder erhofft. Und ja, mein Tipp ist 2-1 für Bayern. Und wenn wir so gesagt einen Sechser im Lotto haben, dann wäre es nicht schlecht, wenn wir gewinnen könnten, aber ich bleibe bei 2-1 für Bayern und wäre damit draußen. Ja. Was tippt ihr, Freunde? Schreibt es mir gerne rein, wenn ihr Bock habt. Und dann wäre ich auf jeden Fall fertig für heute. Wir sehen uns zum nächsten Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, euer Khaled ist draußen und ciao.